Okay, YouTube-Menschen, ich bin wieder da für noch eine Folge. Ich habe gedacht, dass ich das mit der letzten Folge abschließen kann, aber das war einfach zu lang. You saved me again. Das war einfach zu lange. Now we're totally bonded for life. Oder durchgehen? Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Max. You better come check out these files. It's not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. Sure. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Cowabunga! Why, look. And let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Okay, okay, okay. Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Yeah. Wish we could just. I double dare you. Kiss me now. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance, unless he's into girl-on-girl action. You're such a dork. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? I know. Just daydreaming. Okay. Wir müssen da jetzt nochmal alles durchgehen. Dude, I am so lucky that my father is cool. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Müssen wir jetzt alles nochmal anschauen, was wir gemacht haben? Weird, hanging out with you again. I know. I'm glad we are, though. Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. I still... Whoa, awesome picture. You look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. Listen, Max. My respiratory... Chloe! You're back! I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Rachel! Oh, Rachel, no, no, please not her! Chloe. No, ich glaube, wir sind durch. Fast geschafft. Ah, oh, wir kommen ja doch nochmal zurück. Sicher? Hey, wir haben es geschafft. Max, can you hear me? Please say something. Chloe, I must have passed out. Sorry. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? Wir sind aus unserem Albtraum heraus. Wow. So. Was ist jetzt mit diesem Dings? Hört der auf oder macht er jetzt alles kaputt? Ja, er macht alles kaputt. Ja, hast du. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. Ja, und jedes Mal, wenn wir in der Zeit zurückreisen, wird's noch schlimmer. Death and destruction. Fuck all of that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me. Which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her! Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield! And you're amazing! Wir werden nass. Max! This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago.
You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. Yeah. She did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. No. Maybe you've just been delaying my real destiny. No. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Woher weißt du das überhaupt? Das habe ich dir nicht gesagt, wie oft du schon gestorben bist. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Ha! Wir können entweder Arcadia Bay zerstören oder Chloe. Gute Frage. Was haben die meisten Leute getan? Ich nehme an, die meisten Leute haben Chloe geopfert. Dann opfern wir Arcadia Bay. Das finde ich gut. Ist ja nur ein Spiel. Max, it's time. Not Max. I'll always be with you. Forever. Jetzt schlägt ein Blitz in den Leuchtturm ein und erschlägt sie. Das wäre natürlich super. Ich finde, wir haben eine gute Entscheidung getroffen. Die Stadt hat mir nicht gefallen. Hey, du hast die Stadt umgebracht. Du kannst ruhig zuschauen. Okay, ist das Spiel jetzt zu Ende? Ich hoffe, die Leute sind in den Keller gegangen. Vielleicht gibt es keinen Keller hier. Hey, Penn Estates. Da ist ein Wal aufs Haus gefallen. Da ist ein Wal runtergefallen. Da ist ein Hirsch und noch ein Reh. Platzoing. Haben wir gut gemacht. Kann ich zurückspulen und mir das Ganze noch einmal anschauen in die andere Richtung?
Mutter schläft gerade ein nebenbei. Kann ich nachvollziehen. Was machen die zwei jetzt? Fahren sie rum und töten eine Stadt nach der anderen? Das wäre ein Job. Ich meine, ihr könnt jetzt die Stadt plündern. Geht zum Prescott Building, dort gibt es sicher Geld drinnen. Ach Gottchen, Mädels, bitte. Another great day in Arcadia Bay. Das ist ein guter Spruch. Oh, ich bin schon müde. Ich habe in diesem Spiel gar nichts machen müssen, es ist ja alles von alleine gegangen. Ich habe Episode 5 auch geschafft. Ich habe Warren gefriendzoned, ja? Hätte ich das nicht tun sollen? Der Max war definitiv scharf auf Chloe. Er ist eh gestorben. Ja, genau. Ja, genau. Das ist genau das richtige Schicksal für ihn. Alle Nerds sollten so drauf gehen. Nein, sollten sie nicht. Das war jetzt zynisch. Es tut mir leid. Gut, können wir schauen? Ja, wir können das überspringen. Ich würde ganz gern sehen, du hast dich entschieden, Arcadia Bay zu opfern. Was, 48% haben das gemacht? Ich hätte gedacht, dass das mehr weniger machen. Aber immerhin gehöre ich zur Minderheit, finde ich gut. Das war das Einzige, was ich jetzt noch machen hätte können in diesem letzten Ding. Ah, nein, doch nicht. David hat eine Narbe aus dem Kampf davongetragen. Ich jetzt? Er hätte es auch ohne Narbe schaffen können. David hat Jefferson getötet. Du hast den Trucker nicht gerettet. Welchen Trucker? Es gab einen Trucker. Ich habe auch den Dings, den Fischer, nicht gerettet. Oder meinen Sie den Fischer? Ich wüsste nicht, wie man den Fischer hätte retten können. Achso, ich habe den Fischer nicht gerettet. Es war wurscht, wir wollten eh zurück in der Zeit reisen. Du hast Evan nicht gerettet. Ich habe niemanden von diesen Menschen gerettet. Du hast Elissa nicht gerettet. Es gab da irgendwo eine Elissa. Du hast Warren umarmt. Ich hätte ihm die kalte Schulter zeigen sollen, dann hätte ich zu den 5% gehört. Du hast Frank die Wahrheit über Rachel gesagt. Und du hast Joyces Meinung zu David nicht verändert. Hätte ich das können? Ah, das war das lange Gespräch, wo ich nicht mehr aufgepasst habe, was ich gedrückt habe. Wir hätten sagen können, dass er ein Held ist. Ich meine, wer würde so einen Schwachsinn sagen? Okay. Chrysalis haben wir alles schon. Ja, ja. Gut. Herrschaften, an dieser Stelle höre ich mal auf mit YouTube.